Aber na gut. Wo ist es denn? Ach, da unten, egal. Solange die mich nicht angreifen, ist alles okay. Wenn die hochkommen, sind sie tot. Das ist jetzt erstmal mein Motto. Moment. Ich stehe jetzt allgemein nochmal anders hin. Ich will ja auch noch die anderen Dinger bringen. Okay, die sind hier links. Das ist gut. Aha. Na, ich könnte allgemein mal noch diesen ganzen Bereich erkunden, falls es geht. Müsste ich dann irgendwie mal noch so ein paar. Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken. Du willst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Ich mach dafür mich unsichtbar. Hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an dir, Kind. Mich besiegen. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder Sophis. Wow. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott, nicht sie! Nicht sie! Was hat dieser Mann getan? Zweifle nicht. Ich bezahle! Ich bring euch den Zehnt! Lass sie nur nicht in meine Nähe! Was? Oh Gott, brutal. Sehr interessant. Die gute Maya, die hat wohl ein kleines Problemchen. Beziehungsweise jetzt nicht. Da ist was. Naja, klar, weil mal wieder was Normales. Ich mag immer diese kleinen Echo-Dinger, wo da immer noch was drin steht. Ich glaube, man musste sogar hier langlaufen, oder? Konnte man die Tür öffnen? Nö. Wahrscheinlich sogar nicht. Nee, ist zu. Kommt man ja normal durch. Dann gehen wir halt auf die gute altmodische Art durch die ganzen Gebiete. Ja, ist immer so ein herrlicher Tag hier. Ob man hier auch bei Nacht irgendwie kämpfen kann oder ob das hier immer so eine Tagkarte ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hätte ich dann wahrscheinlich schon nicht so drauf geachtet. Also, dass es hier so einen Wechsel gibt, ist klar, aber... dann mal hier irgendwie im Dunkeln oder so spielen kann. Also in so einer speziellen Karte jetzt. Nicht irgendwie frei in der Welt rum. Das wäre dann noch eine Möglichkeit. Aber ja. Ich habe das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slag zu erforschen. Mhm. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden. Wenn man weiß, wie man es benutzt, hat Slag viele Einsatzmöglichkeiten. Okay, die da wären. Komm, ich will schon irgendwie mal ein bisschen informiert werden hier von dem, was du hier die ganze Zeit anpreist. An irgendwie Schadenssachen und so weiter. Aber schön, dass wenigstens einer hier mal ein bisschen was macht und einfach nur so, ja, okay, gut, ist halt elementar, zack. Ja, muss halt getestet werden. Dum, di, dum, di, dum, dum, dum. Wow. So, einer weniger. Okay, dem ist er Rack. Na gut. Wenn der Rack runterkommt, dann ist er tot. Hier gibt es eine Rack-Attack. Oh Mann. Ist echt so schlimm, wenn man ewig braucht zum Nachladen. Ich hätte statt irgendwas anderes hätte ich auf alle Fälle Nachladegeschwindigkeit nehmen sollen. Ich frage es nur statt was. Ist ja meistens immer noch ein bisschen was drin. Gute Auswahl von allen möglichen anderen Zeug, was man auch nicht zwingend immer braucht, aber... komm schon! Ah! Yeah, the damage. Ist immer cool. Eine orange Zahl, eine grüne Zahl. Wo kommt das Vieh her? Tausende Welpen. Nein! Oh Gott. Ich bräuchte mal wieder hier irgendwie so einen Laden, wo ich die Sachen verkaufen könnte. Das wäre mal gar nicht so verkehrt. Ja, da ist ein Slacker. Vor kurzem gesagt, so ein Vieh müsste es geben, was dann den Rudel angreift und die Leute slacken. Was ist? Es ist so ein Vieh da, was einen slacken kann. Oh Mann. Wenigstens bei sowas habe ich im Spiel mal ab und zu mal recht. Ah, nee. Ja, na, und anstatt mal hier die ganze Zeit auf die zu gehen hier, weil ich bin nicht der Einzige, der die beballert. Ich bin vielleicht der Gefährlichste, weil ich die ganze Zeit respawnen kann, aber trotzdem. Was haben wir hier Feines? So. Oh, sieht nett aus. Was haben wir hier Feines?
Okay, voll. Ah, scheiße. Ich will erstmal ein bisschen was erkunden hier. Die mittlere Sache hatte ich noch gar nicht gehabt. Gibt es hier noch tausende von diesen... sehr schön. Hier gibt es tausende Slack-Waffen. Also wenn man Slack-Waffen sucht, dann sollte man auf alle Fälle hier danach suchen. Oder hier danach finden. Haha. Boah, komm jetzt her. Einer weniger. Zwei weniger. Shotgun. Das ist so nervig, wenn man nicht trifft. So. Okay, hätten wir den. Da oben ist, glaube ich, nur Munition, oder? Nichts Besonderes, glaube ich. Ja. Dann ist noch einer, der die ganze Zeit auf mich geballert hat. Na komm schon. Na komm schon. Und da ist er tot. Guck mal erstmal hier oben. Da war doch, das sah so aus, als ob es da noch irgendwas gäbe hier auf dieser Plattform, aber wahrscheinlich einfach nur eine Plattform. Ja, einfach nur Plattform. Da hinten ist Kohle. Was Gelbes. Holen wir es uns gleich, bevor wir mal hier gen Süden laufen. Und dann müsste ich eventuell nochmal ein bisschen weiter hier diese Karte erkundigen. Moment mal. Weil, ich weiß jetzt nicht ganz, wo die anderen von diesen... Aha, da ist also das hier das nächste und das dann das letzte. Sehr interessant. Irgendwann dann so gen Süden. Holen wir es uns dann. Na komm schon, noch ein kleines wenig, ein bisschen rennen und wir sind wieder drin. Ah, super, Wärme. Eridium-Injektionen zeigen eventuell Nebenwirkungen wie Gigantismus, Irrsinn und überschüssige Gliedmaßen. Ah, okay. Sonst noch irgendwas? Vielen Dank für Ihre, in Anführungszeichen, freiwillige Mitarbeit als Testperson im Hyperion-Reservat. Versuchen Sie nicht, das Gelände zu verlassen. Okay. Achtung, in Anführungszeichen, Freiwillige. Im Anschluss an Ihr Experiment erhalten Sie ein, in Anführungszeichen, Geschenk. Es ist das Geschenk der, in Anführungszeichen, Freiheit. Aha. Wir weisen das Personal erneut darauf hin, Gespräche oder Blickkontakt mit potenziellen Testpersonen zu vermeiden. Jeder Hyperion-Soldat, der sich des Mitgefühls schuldig macht, tauscht seinen Platz mit der Testperson. Sehr nett. Berühren Sie nie die Iridium-Fässer, außer Sie haben vorher einen Hyperion-Techniker verständigt. Vorzugsweise einen mit Kamera. Freiwillige müssen mindestens 20 Meter Abstand zu den Tiergehegen halten. Ignorieren Sie diese Warnung, wenn Sie der Testgruppe, in Anführungszeichen, menschliche Köder angehören. Gut, sonst sowas. In Anführungszeichen, Freiwillige. Im Anschluss an Ihr Experiment. Okay, das hatten wir schon. Jetzt. Ich beginne mit Slack-Injektion bei Versuchsobjekten, die von Hyperion-Kontaktpersonen angeliefert wurden. Name der Kontaktperson? Flashstick. Keine Sorge, mein Gott, es wird alles gut. Sieh nicht hin, mein Schatz. Du schlägst dich so lala. Ich benötige noch eine Echo-Aufnahme, dann habe ich alle Daten zusammen. Das ist ja ziemlich gemein, du. Hier ist also das Ganze passiert. Das ist ja sehr interessant. Weil den Flashstick, den hat man ja vorhin mal umgebracht. Das war ja dann irgendwie so ein Verrückter. Meine Güte. Das ist ja ziemlich gemein. Da könnte man... Eigentlich wäre das sogar prima für irgendwie so einen Film, weil... Das Setting passt wunderbar rein. Also hier die ganze, ja, andere Planet, alles sind ein bisschen verrückt, Alien und so Zeug. Das würde wunderbar funktionieren. Da gibt's ja auch, wie hieß denn da? Da gab's einen mit so einem Schiff, das irgendwie, ja, eine ganz spezielle Art von Reisemethode erfunden hat. Das hat dann den Raum gekrümmt und ist dann dadurch gegangen. Und diejenigen, die dann auf dem Schiff waren... Die sind dann verrückt geworden mit der Zeit und sind dann irgendwie mutiert oder so. Das war dann ähnlich wie bei... Oh Gott, kann der mal die Klappe halten? So. Oh,
Mann! Es ist echt toll, aber ich bin jetzt im nächsten Raum. Ich will gerade mal ein bisschen was erzählen hier. Ich habe jetzt keinen Bock hier mit dem Roboter mir jetzt noch die ganze... Vor allem ist das ein Service-Roboter an der... Ist ja nicht einer, der mir irgendwie Schaden macht oder so, mit dem muss ich noch ein bisschen unterhalten kann. Wieso mache ich keinen... Oh, dieses Ding hat gefährlich zu verrecken. Das reicht. Oh, ich kann nicht... Das nervt jetzt schon ein kleines bisschen. Sonst sowas. So, okay, einer weniger. Oh, zum Glück. Jetzt noch einen letzten und dann ist die Sache erstmal ein bisschen ruhiger. Sehr schön. Ich glaube, der explodiert. Ne, der explodiert doch nicht. Okay. So, ja, wie gesagt. Und dann gab es ein Raumschiff. So. Das eine neue revolutionäre Art und Weise der Reisemöglichkeit hatte. Es hat, wie gesagt, den Raum gekrümmt und ist dann durch irgendwie so eine Art neue Dimension oder so dort. Wo es ein bisschen kürzer war, durchgekommen. Ja, und das sind die alle mutiert. Und ein bisschen verrückt geworden. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Und das hat Ähnlichkeiten, fand ich jetzt, mit dem Warhammer-Universum allgemein gehabt. Weil da sind die ja auch immer so ein bisschen abgedreht, wenn die dann durch solche neuen Dimensionen gehen und dann vom Chaos oder so besessen werden. Ähnlich war das wirklich. Das sah dann krass aus, ganz zum Schluss. Extremst gruselig. Okay. Scheiße, ich muss mich so unsichtbar machen, bevor ich hier wegsterbe. 21, 22, 23, jetzt. Okay, ich brauche erstmal ein ganz leichtes Ziel. Okay. Vor mir ist irgendein Gegner, ist ein Roboter. 21, 22, 24. Brrrr. The Damage. The OP Damage. So, hätten wir das erstmal geklärt. Jetzt können wir auch noch das letzte hier mitnehmen. Das brauchen wir doch. Ja. Fantastisch. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit einer irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Okay. Ja, ein Vogel befreien. Mal gucken, wie es mit dem Vogel dann weitergegangen ist. Mal gucken, was passiert. Moment mal, hä? You're not the boss. Me. Of me. Ah, of me. Okay. Pull. Yeah, you don't say. Yeah. Wieso funktioniert hier die ganze Technik nicht? Das ist ja schlimm. Hier kamen die ganze Zeit die Loader raus. Hier rechts und links gibt es bloß ein paar kleine Wege. Ist aber nichts Besonderes. Okay. Hier hat man noch ein kleines Trüchen. Ein bisschen Munition brauchen wir doch immer. Na gut, aber ich habe dummerweise alle Munition, die ich brauche. Nicht so schön. Ich will meine Munition und ich will sie jetzt. Oh mein Gott, wie komme ich mal dahin? So, okay. Ja, stimmt ja. Die Munition habe ich in letzter Zeit häufiger benutzt als irgendwas anderes. Und eventuell noch mal ein bisschen Schrotflinte, was so schön war. Ach, die Musik ist so herrlich. Mit dem... Oh nein. Ein Power Loader. Das Blöde ist, wenn die schießen, ich genau hinter diesem Dummy stehe. Wow. Okay. Ja, ich habe sogar einen Instant umgehauen. Das ist doch cool, wenn das funktioniert. Oh, oh. Was war denn das gerade? Ah, muss da lang. Dam, 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 die dam, dam, da, dam. Hier kann man überall runterfallen. Das ist nicht schön. Okay. Erstmal ganz nach hinten. Oh, ich glaube, er sagt. Scheiß Dinger. Panzerung? Was für Panzerung, Mann? Du bist ein Assassine. Du hast keine Panzerung. So, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich hier irgendwie ein bisschen an Leben, Schrägstrich Schilder rankomme hier. Nein, 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 nein. Oh Gott, nee. Oh. Sehr gut. Na komm. Ab und zu sollte ich eventuell doch mal meine Waffen wechseln, wenn ich unterschiedliche Gegner angreife. Hui. Yep. Der ist eigentlich... Müsste tot sein. So. Bam. Einer weniger. Oh.
Falsche Waffe. Auch falsche Waffe. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Haha. Okay. Der ist jetzt hier hinten. Irgendwas hat mir aus unerklärlichen Gründen Schaden gemacht. Bam! Einer weniger. Gibt's den ja auch noch irgendwo mal? Na gut, solange der hier... Na komm doch. Yeah. Oh. Ich habe, glaube ich, trotzdem Schaden gefressen. Unschön. Und das... Wow. Sag mal, hä? Okay, das ging schnell. Ja, aber das war's jetzt eigentlich. Ich hab's jetzt ein bisschen irritiert, wieso ich allgemein hier von dem Ding fast gekillt worden bin. Das ist doch nicht die feine Englische. Und wir haben noch eins. Lass mich runtergehen, sofort! 27 Jahre. 27 Jahre lang hast du mich benutzt, um diesen Leuten Angst einzujagen, nicht wahr? Du verstehst das nicht. Halt's Maul! Du wolltest gar nicht, dass ich diesen Planeten beschütze. Hm. Du wolltest, dass ich ihnen Angst halte, damit diese Leute tun, was du verlangst. Niemand widersetzt sich dem Orden, wenn er den Zorn einer Sirene fürchten muss. Ist es nicht so? Du hast keine Ahnung. Kind, du musst noch so viel lernen. Du... Dum-di-dum-dum-dum. Mich nicht, Kind. Alle raus hier. Ihr habt von dem Orden nichts mehr zu befürchten. Ich haue ab. Aber wo willst du hin, Kind? Maya. Nach Pandora. Hm. Ich werde Antworten finden. Angel. Ja, Jack. Finde sie. So, ist Maya jetzt die Neue gewesen? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Weißt du mal, weiß echt nicht, ob das die Neue war oder nicht. Huh, na gut. Sind halt alle auch so ein... Warte mal, lass mich runter. Okay, gut, ja, das dürfte hier so ihre Facelock-Fähigkeit gewesen. Voll, war ja klar. Moment mal, 400 und 450. Da könnte ich dann irgendwelche weißen Dinge erstmal runterhauen, die ich überhaupt nicht brauche. Na komm, 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 komm. Ja, genau. Jetzt mal billige Dinger. Irgendwelche Schrott. Nö. Gut, dann heißt so. Oh, nee, genau. Hier, das Ding kann weg. Mit Q gegen wegwerfen. Ist hier noch irgendwo irgendwelche billige Dinger? Nee, 296. Das Ding kann auch weg. Gut, da können wir jetzt erstmal die beiden hier nehmen. Haben wir unseren Ertrag erdoppelt. Erdoppelt, ja, wir haben ihn erdoppelt. Wir haben ihn erdreifach. Das war es jetzt eigentlich nicht, was ich gucken wollte. Und zwar. Ah, okay. Da hinter mir irgendwo. Ich will denn hier irgendwie was verpassen, nur wegen so einem Mist. Muss doch irgendwo. Da ist es. Oh, unschön. Falsche Waffe. Schrot. Theoretisch ist es dann in dem noch verschlossenen drin. Sag mal, wie viele sind denn das? Och man, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Weil die zu nah dran sind, oder was? Sowas kotzt mich auch ein bisschen an. Wenn manche Sachen nicht funktionieren, wie die eigentlich funktionieren sollen, nur wegen ganz kleinen Kleinigkeiten. So. Na komm schon. Jetzt. Wenigstens hat es jetzt geklappt. Noch ein bisschen nachladen, wäre mal auch ganz nett. Super. Boah, die Viecher sind so nervig. Man sieht die nicht, man kann sie nur im Mega-Modus kaputt machen. Bam. Wenn man irgendwas hätte, was noch automatisch auf die drauf schießt, wäre das... Oh, Himmel auf Erden. Hätte eventuell den Techniker weiterspielen können. Aber naja, der ist dann, wird wahrscheinlich dann nie mehr weitergespielt. So, was ist das eigentlich? Ba, 700, cool. Da können wir doch gleich irgendwelche anderen Sachen, wenn ich Kasten raushauen. Hier, ja, das Ding kann weg. Nehmen wir dann die 700er Sache mit. Wo ist das Vieh jetzt? Viecher, Plural. Sag mal, das waren doch mehrere gerade. Als... Ist denn dieses Vieh jedes Mal hin? Hier. Okay, ein Stalker weniger. Oh, jedes Mal. Das kommt mir eigentlich so vor, als ob das noch Tausende sind. Es sind aber wahrscheinlich gerade mal zwei. Wenn überhaupt. Okay. Zum Glück resettet das relativ fix. Okay.
Ja, okay, Schild ist weg, das Ding kann nicht mehr. Oh, danke. Also dann. Gegen die Wand. Mami? Lauf sie weg! Sieh nur!